Meinst du, dich warnen? Gunganer nicht mögen Auswäldler. Dusa gehen Rädern Boss Ness und machen Freunde. Und mit diesen tiefgründigen Worten von Jaja Binks begrüße ich euch zurück zu Let's Play Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Wir sind in Otogunga gelandet im Level 3 und ich merke gerade, wir können hier raus aus diesem Tunnel. Naja, okay. Ja, draußen schöne Fische. Drinnen schöne Gungans. Dusa gehen besser. Oder Mainzer rufen den Wachen. Dusa gehen besser. Oder Mainzer rufen den Wachen. Habe ich schon gehört. Also ich glaube, das nicht ist ein... tun wir Sabi. Das ist dumm, ey. Ja, ich hab's verstanden. Das ist, glaube ich, ein Level, wo man nicht einmal das Laserschwert zücken muss. Kann das sein? Wir sind hier, um mit Boss Nass zu sprechen. Boss Nass reden mit Auswäldler, aber Jaja warten hier. Jaja Binks, okidoki. Dusa findet Boss Nass jetzt. Okidoki, dann bin ich doch auch okidoki. Euer Lordschaft, ich bin Qui-Gon Jinn und dies ist mein Schüler Obi-Wan Kenobi. Wir sind Jedi-Ritter auf einer Mission von äußerster Wichtigkeit. Ins gebrochen nicht zurückkommigesetz. Verurteile zu geschlallage bis tot. Euer Planet wird von der Handelsföderation angegriffen. Wir müssen dringend die Naboo warnen. Wirsa nicht mögen Naboo. Und den Naboo nicht mögen Wirsa. Denn sa Naboo denken schlallalauer als Wirsa. Denken Hirn sein so groß. Könnt ihr uns dabei helfen, die Stadt Theed zu erreichen? Mainza geben Dusa ein Bongo. Den schnellsten Weg zu Naboo ist durch Zentrum. Dies viel beschossen und sehr gefährlich. Wir brauchen einen Navigator. Obi-Wan, du musst Jaja Binks suchen und ihn retten. Was ist mit Boss Nass und den Gunganern? Ich werde mit ihnen sprechen und versuchen, Jaja vor diesem Schicksal zu bewahren. Aber selbst wenn sie nicht einwilligen sollten, ihn freizulassen, werden wir Jaja mit uns nehmen. Ich werde ihn finden, Meister. Gut. Und Obi-Wan, füge den Gunganern kein Leid zu. Ich spüre, dass du auf sie herabschaust. Vergiss jedoch nie, dass es lebende Wesen sind. Okay. Zurück! Oh. Alter. Geh zur Seite, Auswäldler. Ich finde die jetzt nicht besonders nett, ehrlich gesagt, aber gut. Darf ich mit ihm sprechen? Nö, rede nicht mit mir. Ja, Aufgabe sollte eben klar sein, Jaja Binks finden. Ich finde sehr, sehr komisch, dass die von allen die Originalstimmen haben. Ich glaube auch Amidala und kommen die gleichen, die Originalstimmen aus dem Film. Außer die Gungans haben sie komplett neu synchronisiert. Das finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Auswäldler nicht können sein hier in Otogunga. Ja. Genau, also wir machen uns jetzt auf die Suche nach Jaja Binks. Könnte eine Weile dauern, weil ich weiß dann doch nicht mehr so richtig, wie wir uns hier verhalten sollen. Wonach wir suchen und so weiter. Ah, genau, muss ich doch. Das ist auf jeden Fall so eine Art Fahrstuhl. Und dann blubberbluppen wir mal hier so runter und gucken mal, ob wir ihn finden. Ich glaube, bevor wir uns das ganze Gelaber nochmal von vorne anhören müssen, speichern wir mal eine entspannte Runde zwischen. Auf Let's Play Fortschritt. Und dann geht's auch schon weiter. Na, redest du mit mir? Oh, Dusa werden getöten, Auswäldler. Warum denn das? Du weißt was? Zurück! Zurück! Aha. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt einfach mein Laserschwert zücken und da durchrennen. Aber das kann nicht die Lösung sein, glaube ich. Aber wir kommen jetzt auch nicht mehr zurück. Das ist ja geil. Ja. Männer. Sprechen aber auch nicht mit mir, ne? Dusa werden getöten, Auswäldler. Na, lässt er mich irgendwie vorbei? Nö. Soll ich denn, Dusa werden getöten, Auswäldler. Aber warum? Muss ich vielleicht hier die Macht da hinten gegen? Nö. Ja. Also ich glaube, mir bleibt jetzt gerade nichts anderes übrig, als hier entweder einfach vorbeizurennen. Oder ich muss die abmetzeln. Dusa werden getöten, Auswäldler. Was soll ich machen? So, das scheint anscheinend klar zu gehen. Bin ich jetzt durch. Ein Monster! Helft mir! Aha. Geh zur Seite, Auswäldler. Also sind sie wirklich grundfreundlich.
Mein Savanum, Dusa. Gungana große Krieger. Na komm. Ist das dumm. Okay. Machen wir das nochmal. Also das scheint in Ordnung zu sein, ne? Die einfach mal wegzumashen. Hey, Dusa, der Auswäldler, gebracht hier von Jar Jar Binks. Was ist mit Jar Jar geschehen? Dusa nicht kann obachten, Jar Jar. Den Aufzug nicht zurück, Kommi. Gibt es einen anderen Weg zu den Gefängniszellen? Verfolge den anderen Weg, wenn finden wollen, Jar Jar. Können Sie mir helfen? Hier, dies Karte Hellelfen werden öffnen viele Türen in Otogunga. Aha, okay. Warum er mir jetzt hilft, verstehe ich zwar auch nicht, aber... Ein Monster! Helft mir! Ich würde so gerne mein Laserschwert zücken, aber okay. Lassen wir das. Da sind wir. Da stehen... Dusa werden getöten aus. Warum werde ich denn aber getöten? Weil ich jetzt die anderen betäubt habe, oder wie, oder was? Ja, moin. Zurück. Würde Monte sagen. Ja. Also sie schlagen mich jetzt nicht direkt, aber ich glaube, sie würden gern, oder? Mega komisch bis jetzt das Level, wenn ihr mich fragt, aber gut. Naja, sind wir schon mal hier. Das ist schon Jar Jar. Ne, ist er nicht. Auswäldler? Wo kommen Dusa her? Jar Jar Binks hat mich hierher gebracht. Jar Jar Binks? Ich denke ein Verband. Er ist zurückgekehrt. Wissen Sie, warum er verbannt wurde? Ist lange Geschichte, aber Jar Jar nicht geschickt. Verursacht großes Unfallall. Jar Jar Peng den Gas und kaputt macht den Heyblibber von Boss. Dann verbannt wurde. Na gut. Ich glaube, zwischendurch, ich weiß auch gar nicht, war das jetzt überhaupt das Richtige, was ich gemacht habe mit dem Jedi, mit dem Macht-Dingsbums? Ich habe das Gefühl, ich habe das sonst anders gespielt, aber gut. Ich beschwere mich natürlich nicht, wenn es funktioniert. Das war jetzt eh nicht gerade eines meiner Lieblingslevels zugegeben. Am coolsten war ich, oder am coolsten fand ich eigentlich immer Seed und Tatooine. So, da wären wir. Aha. Das sieht ja schon mal wieder clever aus. Aha, also einfach rüberhüpfen, Knarrer noch einsacken und dann sind wir da. Und das Ding ist jetzt weg, oder wie? No. Ist das bescheuert. So. Oh ja. Das wird so ein bisschen wie Tony Hawk's Pro Skater, wenn man so einen Geldschein nicht bekommt, glaube ich. Und alle denken sich, Mann, Junge. Also alle, die 10 Zuschauer, die ich habe, die denken dann, Junge, gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Aha, den haben wir schon mal. 1000 Schuss für eine Blaster. Ihr kleinen Gungans, zückt doch mal eure komischen Stöcker und dann ist Feierabend. Und dann warten wir wieder, bis die Dinger hochkommen, ne? So kann es gehen. Dip. Und dann machen wir wieder hüpf. Hüpf. Und dann sind wir da. Was für ein kolossaler Erfolg. Ich schaue mich aber mal fern von diesen Wachen. Die anderen, die waren auch schon so aggressiv irgendwie. Du sag, geh an zu der Oberfläche, Auswäldler. Aha. Ist schon hart rassistisch hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber ich finde auf jeden Fall viele gunganische Kugeln. Das gefällt mir ganz gut. Oh, Dusa werden getöten, Auswäldler. Mach mal. Und während wir hier wieder runterschippern, beende ich auch diesen Teil des Let's Plays. Oder ich glaube, sonst wird das wieder zu lang und ein bisschen langweilig für euch. Und dann sehen wir uns später wieder im zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.